Hi zusammen, heute geht es mal wieder um einen Sonnenschutz und ich habe mir gedacht, bevor das aus dem Sortiment gegangen ist, wollte ich es eigentlich noch vorstellen. Und im Grunde ist es auch egal, weil die Variante, die ich euch zeige, die geht zwar aus dem Sortiment, weil es eine LE ist. Ich finde es urblöd, aber nun gut. Künstliche Verknappung ist halt einfach auch nur blödes Marketing. Muss ich an der Stelle schon auch sagen. Aber es gibt eine Variante, die ist gleich formuliert. DM hat von dieser Sundance-Geschichte drei verschiedene rausgebracht. Vier mit dem After-Hydro-Geschichten-Serum. Habe ich mir so noch gar nicht angeguckt. Vielleicht kann man das auch so mal verwenden, keine Ahnung. Aber warum bringst du eine LE raus? Wenn die Produkte funktionieren, bringen sie so raus, weil ich muss ganz ehrlich sagen, DM hinkt eh mit dem Sonnenschutz extrem hinterher, zumal DM immer noch in den Produkten Acrylate hat. Ich habe mir vorhin einen Sonnenschutz angeguckt aus der Tube von Sundance und was war drin? Polymer, Acrylate. Naja, egal. Wir sind ja schon mal froh, dass hier sowas rausgekommen ist. Wir haben hier 30 Milliliter, was wirklich nicht viel ist, zahlt aber nur 6 Euro. Wir haben hier ja so einen Kandidaten, der ähnlich ist wie das von Visan, aber das sind ja dreimal so viel gekostet, muss man an der Stelle auch sagen, ne? Das muss nämlich wirklich nicht sein. Hier wird mit sehr hoch geworben. Ich habe gedacht, ihr könnt mich gerne mal verbessern. Ihr seid ja auch die absoluten Bros. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Das soll doch eigentlich der UVA-Schutz so hoch sein. Ich habe mal gemeint, ich hätte das irgendwo gelesen, wie hoch der ist. Dass der über 20 ist oder keine Ahnung. Ich kann es nirgendwo mehr finden. Ich kann es auch nicht mehr bestätigen, dass es wirklich so ist. Ansonsten gilt generell für den UVA-Schutz immer die Regel. UVB-Schutz durch 3 und der UVB-Schutz steht immer auf der Verpackung drauf. Ich mahne das eh immer an. Wieso schreibt man den UVA-Schutz nicht auch noch zusätzlich drauf? Wenigstens klein irgendwo. Oder stand es irgendwo auf der Verpackung? Ich weiß es so wenig mehr. Also mir war mal, dass ich irgendwo gelesen hätte, dass der über 20 ist. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wo das war. I don't know. Ich sehe genau, du hast noch nicht abonniert. Falls du das noch nachholen möchtest, unterstützt du mich, unterstützt meinen Kanal. Das kann man übrigens auch mit dem Daumen nach oben machen und vielleicht hast du ja Bock, irgendwas in die Kommentare ranzuhauen. Falls du richtig gut drauf bist, kannst du auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Was bringt dir das genau? Gar nichts. Ich schaffe es leider nicht, da irgendwie mehr Videos hochzuladen. Aber vielleicht können wir es ja so regeln, dass du vielleicht vorzeitig in meine Videos reingucken kannst. Da gibt es nämlich eine Funktion bei YouTube. Also, falls du Bock hast, danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss! Diese Varianten sind alle gleich formuliert. Auch so ein blödes Marketing. Aber ich habe gestern gelernt, hier ein bisschen Social Media durchstöbert, dass es eben die großen Marken ja auch machen, L'Oréal und Co. Ne? Also das einzig und allein Marketing. Aber nun gut, ich denke trotzdem, weil ich habe die Shenya aus dem Discord, falls du Bock hast, mal in den Discord reinzukommen. Unten findest du die Verlinkung zum Discord, würde mich freuen. Die hat diese normale Variante, die es die ganze Zeit jetzt geben soll, ausprobiert. Die meinte, es ist ein bisschen speckig. Das ist die hier nicht, Gott sei Dank. Denn speckig akzeptiere ich auf der Haut gar nicht. Ich hasse das, weil ich halt einfach auch schon von Natur aus eine fettige Haut habe und mir dann morgens was Speckiges ins Gesicht machen. Nicht so meins, muss ich sagen. Denn am Ende ist es zwar eine hübsche kleine Verpackung mit 30 Milliliter, aber die gaukelt dir nicht unbedingt vor, was ich ja an Resern angemahnt habe. Die gaukelt dir nicht unbedingt vor, dass du auch nach Möglichkeiten wenig aufträgst. Nein, nein. Diese 1-Gramm-Regel, die zählt trotzdem. Man hat es jetzt in meinem Footage nicht gesehen. Ich gehe immer nach Augenmaß, weil ich einfach von diesen flüssigen Produkten inzwischen weiß, das ist so ungefähr ein Teelöffel, wo man braucht fürs Gesicht. Und das kann man auch von dem Produkt richtig cool auftragen. Ich habe jetzt gesehen, online ist das Produkt nicht mehr da.
Und im Laden steht nur noch eins. Ich gehe morgen in DM. Wenn dieses eine noch da steht, krall ich mir das. Könnt ihr aber sicher sein. Denn das funktioniert für mich echt gut. Aber, und das muss ich an der Stelle auch immer wieder sagen, bei Cremes ist es so schwer. Ne? Bloß weil bei mir das funktioniert. Ich habe eine fettige Mischhaut, bin 45 Jahre alt. Bloß weil bei mir das funktioniert, heißt es nicht, dass es bei dir funktionieren muss. pH-Wert der Haut, Hauttyp. Da spielt so viel rein, warum etwas bei dir zum Beispiel nicht funktioniert. Deswegen lohnt sich das immer, das wirklich auszuprobieren. Und wenn es diese Variante nicht mehr gibt und du das einfach zu einem sehr späten Zeitraum siehst, das Video, probier einfach mal diese Sorte, die es da von denen noch gibt, im Standardsortiment, probier die mal aus. Weil die ist halt von ihrer Art und Weise ein bisschen speckiger. Kann ja auch sein, eben weil da halt eben die entsprechenden Filter auch drin sind, dass es davon auch schon ein bisschen speckiger ist. Ich komme halt mit der echt gut zurecht und ich mag die echt gerne. Es wundert mich wirklich. Nur seid euch nicht zu schade und denkt, ah, das sind nur 30 Milliliter drin, da nehme ich jetzt nicht so viel. Der Teelöffel Produkt muss trotzdem drauf, ne, aufs Gesicht. Da kannst du halt nichts ändern. Und ich nehme halt immer so ein bisschen dann auch den Hals mit dazu. Und dann ist das alles kein Problem. Und die zieht bei mir ein. Aber ich habe aber auch schon gelesen, dass das bei Leuten Schwierigkeiten verursacht und nicht einzieht. Und ich habe auch so Cremes, wo das so ist. Sobald ich irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit auf der Haut habe, da geht die Creme schon nicht mehr rein. Ne? Ich habe das auch und ich kann das voll mitfühlen. Bei der habe ich das absolut gar nicht. Und sie klebt bei mir auch nicht auf der Haut. Das habe ich auch immer wieder gelesen, weil ich habe die jetzt drauf. Und sie glowt ein bisschen, man sieht es auch. Ich war auch beim Sport schon. Aber es ist halt noch nicht wirklich viel fettig. Ne? Also das ist halt richtig gut. Und wie gesagt, kleines Geld, 5,95 Euro war es. Da kann ich halt echt gar nichts sagen. Ich habe aber diese Geschichte von Balea Expert noch nicht getestet. Das wollte ich auch noch auf jeden Fall machen. Da kriegst du nämlich 50 Milliliter, was ja schon ein Schnäppchen ist. Habt ihr das Produkt ausprobiert? Wie findest du es? Und hast du irgendwie eine andere Sorte davon ausprobiert? Nicht gerade die Hydro, sondern die im Standardsortiment? Bitte mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich nämlich interessieren, wie du damit zurechtkommst und ob du da irgendwelche Unterschiede siehst, wenn du zwei Sorten gekauft hast. Würde mich wirklich interessieren. Die funktioniert bei mir zumal richtig, richtig gut. Und man hat hier eben 50 plus. Mir war so, als wenn der UVA-Schutz über 20 war. Aber ich weiß es nicht mehr. Aber du kannst generell, wie gesagt, danach gehen durch 3. Dann kommst du in ungefähr in die Richtung, wo es halt dann auch stimmt. Und denk daran, du hast ja gesehen, wie ich es aufgetragen habe. Genug auftragen. Nicht nur ein bisschen auftragen, sondern genug auftragen. Manche Stars machen das in ihren Videos, wenn sie so ihre Hautroutine aufnehmen, auch falsch. Und das ist absolut nicht verwerflich, wenn man das bis jetzt falsch gemacht hat. Dann kommt jetzt eben der Zeitpunkt, wo man es richtig macht. Also ungefähr ein Teelöffel von flüssigem Sonnenschutz kannst du grob danach gehen. Du kannst es aber auch abwiegen auf einer Briefwaage. Findest du auch unten in der Infobox. Die habe ich von Amazon. Deutsch. Heute ist ganz schwierig. Also, bevor ich mich jetzt noch weiter verquatsche, falls du das Produkt schon hast, schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare, wie du damit zurechtgekommen bist. Und keine Schande, wenn du damit nicht so wirklich zurechtgekommen bist. Unsere Haut ist so unterschiedlich und individuell. Also das hilft nur jedem, der eben das Video guckt, dass er halt verschiedene Meinungen zu dem Produkt hat. Also schreibt mir das gerne auch unten in die Kommentare. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sag danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss!